Midjourney ist aus meiner Sicht der beste einfach verfügbare Bildgenerator mit künstlicher Intelligenz da draußen im Moment. Im Gegensatz zu DALL-E zum Beispiel, das immer so die Wachsfiguren erstellt. Und neuerdings ist jetzt ein Editor darin, das dir ermöglicht, mit deinen Fotos zu arbeiten und die sehr, sehr einfach mit Hilfe von KI zu verändern. Und wie diese Funktion funktioniert, zeige ich, schauen wir jetzt genau an. Der Rest in anderen Videos, schau die auf meinem Kanal, aber wir gehen hier direkt zum Editor und wenn du neu bist, wird das aufpoppen. Also von einer URL, ein Bild, das schon online irgendwo ist, oder von einem Bild, das du hochlädst. Ich wähle ein Bild. Wir wählen dieses Bild mal auf gut Glück. Und das ist jetzt unsere Band in einer Scheune. Und wir wollen jetzt den Background ändern. Da hatte ich noch Bart. Hier sieht man zum Beispiel eine Kabelrolle, wenn man es weiß. Das merkt praktisch niemand. Was wir jetzt aber tun wollen, ist den ganzen Background zu ersetzen. Und dazu mache ich jetzt mal grob Brush Size ein bisschen größer und lösche den Hintergrund. Und ich mache das erstmal grob löschen. Macht natürlich keinen Sinn so grob, aber ich zeige dir dann warum. Haben wir das meiste hier jetzt weg. Jetzt mache ich Pinsel kleiner und Restore. Wir wollen sicher mal die Gesichter mit dabei haben. Ohne zu viel Background. Ja, man könnte jetzt sagen, gut, die Kleidung darf auch ändern, aber Midjourney ist manchmal ein bisschen ängstlich. Es will natürlich keine Nacktfotos und so generieren. Und lehnt dann schnell mal, hat das Gefühl, vielleicht verstößt ein Bild gegen die Community Guidelines und lehnt es dann ab, dann wird es schwierig daraus was zu machen. Aber hier, wenn wir so schön drauf sind, inklusive Kleidern, dann sollte das gehen. Ich mache jetzt nicht in alle Details. Was jetzt wichtig zu wissen ist, es wird alles, was jetzt sichtbar ist, nicht verändern. Kein Pixel daran, nur in diesem grauen Bereich. Das heißt, auch wenn es uns in eine komplett neue Umgebung reinpflanzt, die Gesichter und auch der Rand, den ich jetzt nicht erwischt habe, ist genau gleich. Das heißt, es wird jetzt bei meinem Kopf irgendein einen hellbraunen Hintergrund haben müssen, weil ich das nicht richtig weggelöscht habe. Das heißt, es kann sich schon lohnen, da ein bisschen Zeit zu investieren, um Dinge zu eliminieren hier. Ja, ein bisschen braun wird okay sein, aber es muss dann halt kreativ werden und in diesem neuen Prompt das kombinieren mit diesen braunen Stücken und gerade solche Elemente. Ja, you get the point. Wir haben grob jetzt das gemacht und ich muss irgendein Prompt haben und ich sage jetzt Indiana Jones Adventure Steampunk maybe Theme. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen das Bild kleiner machen, dass wir ein bisschen mehr Umgebung haben von diesem Indiana Jones. Und wir senden das mal, schauen, ob es was rechnen kann. Das war jetzt ein Beispiel, wo wir wirklich sehr viel vom Bild ändern. Das kann cool sein, aber es kann auch sein, dass du nur irgendwo etwas, das dich stört, in einem Bild weghaben willst. Es generiert jetzt 4 Bilder aufs Mal, immer.
Blick ein anderes an. So, hier sind wir. Recht perfekt, würde ich sagen. In einem Indiana Jones Setting. Anders da, hier stören mich jetzt die weißen Linien links und rechts. Oh, look at that. Woher das kam? Keine Ahnung. Spooky. Jetzt hier ist die richtig geladene Version. Okay? Ich könnte natürlich auch jetzt Details von der Kleidung löschen oder sowas. Oder auch hier jetzt weiter bearbeiten und sagen, ich will mich rauslöschen aus der Band. Könnte ja sein. Probieren wir das. Ich lösche mich aus der Band. Und generiere das neu. Hier rechts sehen wir, es generiert immer 4 Varianten aufs Mal. Ja, jetzt sieht es so aus, als sei ich weg. Hintergrund sollte jetzt genau passen zu dem, was schon hier ist. Ja, mehr oder weniger könnte man gelten lassen jetzt hier. Hier hat es irgendwen noch Touristen reingepeppt. Ein Fass, das passt jetzt recht gut. Statt mir. Oder irgendeinen Treppenaufgang. Und whatever that is, green stuff. Okay, so kannst du mit deinen Bildern oder auch mit Bildern von einer URL online mit deinem Bild arbeiten und dann das Bild herunterladen oder weiterverarbeiten, wie du willst. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und jetzt dieses Video könnte auch zu dir passen. Dieses Video, das jetzt eingeblendet wird, klicke darauf and we'll see you there. Ja, genau. Klicken. Jetzt.